Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Geradezu spektakulär ist der Kursverlauf wie auch die aktuelle Wirtschaftsphase bei BioNTech. Das Unternehmen kooperiert mit dem chinesischen Konzern Fosun sowie dem US-Konzern Pfizer bei der Entwicklung sowie der späteren Produktion und dem Vertrieb eines Impfstoffes gegen das Coronavirus. Ende Juli startete dabei die Phase 3 der Studie zu zwei Impfstoffen des Kooperationswerkes. 30.000 Probanden haben sich nach zunächst erfolgreichen Versuchen in der Phase 2 zur Verfügung gestellt. BioNTech möchte im Oktober den Impfstoff durch die Zulassung bringen und gegebenenfalls im Dezember bereits produzieren. Abnehmer gibt es genug. Die USA haben 100 Millionen Impfdosen je $19,85 bestellt in einer ersten Charge. Die zweite Bestellung über weitere 500 Millionen Impfdosen haben die USA gleichfalls abgegeben für 2021. Der Markt reagiert allerdings seit Start der Studienphase mit Kursverlusten. Dies ist inzwischen eine überdeutliche Ängstlichkeit. Der Abwärtstrend kam zustande und dürfte stark bleiben, weil niemand weiß, wie gut oder schlecht der Impfstoff tatsächlich funktioniert. Bleibt der Erfolg aus, wäre ein Kursabsturz nicht verwunderlich.